Herr Grass, in diesen Tagen erscheint Ihr Briefwechsel mit Willy Brandt. Dieser Briefwechsel hat im März 1964 begonnen und ist geführt worden bis 1991. Jetzt aber erst wird er veröffentlicht. Warum erst 20 Jahre später? Es hängt sicher damit zusammen, dass wir in diesem Jahr 150 Jahre Existenz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands feiern. Ein Stück demokratische Kontinuität in Deutschland gibt es selten oder kaum, mit den vielen Brüchen, die wir in unserer Geschichte haben. Und ich bin sicher aus den Lehren meiner Jugendzeit, zwar kein Geborener, aber ein gelernter Sozialdemokrat, aus den Zwängen der Zeit, daraus gleich in der Nachkriegszeit, und bin sehr früh mit Brandt in Kontakt geraten, als die Diffamierung gegen ihn begann. Im Jahr des Mauerbaus. Das war 1961. 61, hielt zwei Tage nach dem Mauerbau Konrad Adenauer in Regensburg diese berüchtigte Rede, in der er Brandt als uneheliches Kind brandmarkte, sozusagen Herr Frahm, und als Emigrant. Frahm war der Geburtsname von Willy Brandt. Und die Reaktion der Öffentlichkeit, man nahm das so hin wie ein Kavaliersdelikt. Und ich fand das wirklich schlimm. Und das ist mit der Grund gewesen, warum ich dann von Zeit zu Zeit meinen Schreibtisch oder meinen Stehpult verlassen habe und mich in den Wahlkampf gemischt habe. Und das fing damit an, dass ich bei Brandt, spielte sich ja auch im Briefwechsel ab, an Reden mitgearbeitet habe. 1965 habe ich dann mit dem Sozialdemokratischen Hochschulbund und dem Liberalen Studentenbund, der damals ausgeschlossen war aus der FDP, meine erste Wahlkampfreise organisiert und 1969 dann mit vielen, auch mit anderen Schriftstellern zusammen, die Sozialdemokratische Wählerinitiative aufgebaut. Und das ging dann auch nach Brandts Kanzlerschaft, setzte sich das fort, was sicher auch daran liegt, weil ich ihn unter anderem bewundere, dass er nach der Kanzlerschaft und diesen schmählichen Ausscheiden aus dem Amt aufgrund eines Spions Guillaume, des Versagens von Wehner und Genscher und Nollau, die Leute, die eigentlich damit hauptsächlich verantwortlich waren und die nicht zurücktraten, Brandt trat zurück, war dann noch zu erleben, wie er erstens als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale gemeinsam mit Kreisky und Olaf Palme großartige Arbeit geleistet hat und dann Mitte der 70er Jahre im Auftrag der UNO den Nord-Süd-Bericht geschrieben hat, der bis heute Gültigkeit hat. Brandt war ja diese seltene Mischung aus pragmatischer Sicht der Dinge, die machbar sind innerhalb einer Legislaturperiode, und gleichzeitig hat er einen, ich will nicht sagen visionären, einen vorausschauenden Blick gehabt. Und in diesem Nord-Süd-Bericht schildert er, was auf uns zukommt, wenn wir die Staaten der Dritten Welt weiterhin so behandeln, nachkolonial, wie es der Fall war, zum Teil heute noch ist. Er forderte eine neue Weltwirtschaftsordnung, eine Gleichrangigkeit der Staaten der Dritten Welt. Ich habe das sehr bewundert und deswegen hat sich das auch fortgesetzt. Anfangs, Brandt war ja ein Mann, der sehr oft auch auf Distanz hielt. Es war eine schrittweise beginnende Freundschaft. Erst nach Jahren hat er mir das zu angeboten. Und auch trotz gelegentlicher Kritik, die ich gegenüber der SPD, auch ihm gegenüber äußerte, was sich ja alles im Briefwechsel spiegelt, hielt diese Freundschaft. Nun war das aber, wie Sie es schildern, ein Bekenntnis zu dieser Person. Es war ja weniger eine Unterstützung der Sozialdemokratie oder ein Beitritt zu einer Partei, der Sie ja tatsächlich auch beigetreten sind, später, viele Jahre später. Später und wieder ausgetreten. Und 10 Jahre später wieder ausgetreten sind, als die Asylgesetzgebung kam. Aber war Brandt so eine Art Schlüsselfigur für Sie und hat Sie insofern auch beeinflusst, dass er Sie sozusagen in ein bürgerschaftliches und politisches Engagement gebracht hat? Denn vorher sind Sie ja eigentlich nicht aufgefallen. Also erst einmal ganz, ganz persönlich vom Werdegang her. Ich bin während der Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen, war ganz diesen Einflüssen ausgesetzt. Da habe ich wie ein Idiot als 15-Jähriger
zu den U-Booten gemeldet und bin dann später bei der Waffen-SS, bei den Panzern gelandet, eingezogen, als 17-Jähriger. Brandt ist in dem Alter schon in Opposition, 33 zur SPD gewesen und ist in frühen Jahren nach Norwegen emigriert. Er hat aus Norwegen heraus weitsichtige Artikel geschrieben, auch was die Zukunft Deutschlands nach dem Krieg betrifft. Er war in der Beziehung allein für mich vorbildlich. Und dann habe ich erlebt, wie nach dem Bau der Mauer Politik unter Adenauer versteinert war, eine Hallstein-Doktrin, eine Nichtanerkennung der Tatsachen, der Existenz einer DDR, der Existenz, dass wir leider durch eigene Schuld Provinzen verloren haben, Ostpreußen, Schlesien, meine Heimatstadt Danzig. Und Brandt hat erkannt und den Mut gehabt, zu sehen, und auch auszusprechen, dass man diese Realitäten anerkennen müsse, wenn man in der Deutschlandpolitik ein Stück weiterkommen wolle. Das hat er gemeinsam mit Egon Bahr entwickelt. Und deswegen, Wandel durch Annäherung. Deswegen reichte meine Zustimmung über seine Person hinaus für diese Politik. Außerdem war in den Jahren 65, 69, es gab damals auch einen Bildungsnotstand und es gab 8% aller Studenten kamen nur aus Arbeiter- und Bauernfamilien. Diesen miserablen Stand haben wir mittlerweile schon wieder erreicht. Nicht, dass, also diese inneren Reformen waren auch notwendig. Aber wären Sie ohne Brandt in die Politik gegangen? Wie gesagt, Sie waren ja eigentlich in den Jahren nach dem Krieg erstmal politisch nicht auffällig geworden. Also Sie haben sich nicht zu Wort gemeldet, politisch, parteipolitisch schon gar nicht. Na, ich war im gewissen Sinne vorgeformt. Ich bin gleich nach dem Krieg, habe ich eine Zeit lang, wusste nicht, wo meine Eltern waren, die waren Ostflüchtlinge. Ich habe sie erst 2 Jahre nach Kriegsende wiedergefunden und habe in einem Kalibergwerk etwa 1 Jahr lang gearbeitet bei Hannover und hatte das Glück, einen Lokomotivführer dieser elektrischen Bahn, ich war Koppeljunge, zu haben, der war ein alter Sozi. Und der hat mich an einem Sonntag mitgenommen in dieses völlig zerbombte Hannover. Und da hörte ich Kurt Schumacher sprechen. Ich hörte ihn schreien. Den damaligen Vorsitzenden der SPD. Und das Schreien hat mich eigentlich abgestoßen. Aber was er sagte, hat mich angesprochen. Ich war nach dem Krieg erstmal orientierungslos. Aber wie ein Idiot bis zum Schluss an den Endsieg geglaubt und musste mich finden, musste mir Fragen stellen. Wie konnte es dazu kommen, dass die Weimarer Republik so schmählich zugrunde ging? Ich bekam in dem Bergwerk Anschauungsunterricht. Da gab es oft Stromsperren und die Arbeit ging nicht weiter. Und nach kurzer Zeit fingen die Arbeiter an, sich zu streiten, politisch. Die bestanden jeweils, man kann sagen, zu einem Drittel aus Altnazis, Kommunisten und Sozialdemokraten. Und nach kurzer Zeit verbündeten sich die Altnazis mit den Kommunisten gegen die Sozialdemokraten. Ich bekam also in verkürzter und in gedrängter Form das vorgespielt, was die Weimarer Republik zugrunde gerichtet hat. Und das war eine Art Vorformung. Ich war also darauf vorbereitet, bin dann später, habe ich mich völlig und ganz auf erst die Bildhauerei und das Zeichnen, dann auf Schreiben konzentriert, ging nach Paris, schrieb dort die Blechtrommeln und kam 1960 nach Berlin zurück und 1961 wurde die Mauer gebaut und das hat mich schon politisiert, auch wenn ich von Paris gelegentlich in die Bundesrepublik zurückfuhr. 1957 hatte die CDU absolute Mehrheit. Das Land war in Restauration erstarrt. Und da hatte ich natürlich schon eine Anti-Haltung, vielleicht anfangs meiner Generation, dieses ohne mich, was Wiederbewaffnung betraf. Also es war eine rein bewusste und begründete Negativhaltung, eine verneinende Haltung. Und das ist dann erst mit Brandt dazu gekommen, dass ich außer dem Nein zu bestimmten Dingen auch ein Ja zu bestimmten Dingen. Also ohne Brandt hätte man Sie möglicherweise als politischen
Schriftsteller gar nicht sicher in anderer Form. Also das ist reine Spekulation. Ja, gut. Nun ist es so, dass so ein Engagement für die Politik, so ein bürgerschaftliches und politisches Engagement, ein Einsatz für eine Partei, Wahlkampfeinsätze, viel Zeit kosten. Hatten Sie manchmal das Gefühl, als Künstler und als Schriftsteller da auch vielleicht Zeit zu schwänzen und zu sagen, aber das ist ein Opfer, das ich bewusst bringe, aber es ist tatsächlich ein Opfer? Also es ist erstmal eine politische Einsicht gewesen. Die Weimarer Republik ist aus vielen Gründen kaputt gegangen. Aber einer der Hauptgründe war der, dass es nicht genügend Bürger gab, die sich schützend vor diese schwach begründete Republik gestellt haben. Unter ihnen auch die Intellektuellen. Daraus habe ich meine Konsequenzen gezogen. Also ich habe mich nicht nur als Künstler, was mich hauptsächlich umtrieb, gesehen, sondern auch als Bürger in diesem Land, der dann nach dem Erscheinen der Blechtrommel auch brav Steuern gezahlt hat und das bis heute tut. Was nicht alle Prominenten tun. Gibt es ja Gegenbeispiele genug. Und diese Steuermittel werden verwendet, zu Recht für diese und jene Dinge, aber auch verschleudert. Allein das ist schon, wenn man das zu Bewusstsein nimmt, setzt eine politische Haltung voraus. Und das hat mich mit dazu bestimmt. Sicher ist das manchmal ein, ich will nicht sagen Verlust, aber man merkt, wenn man sich politisch artikuliert, Wahlkampfreden, dass es, wenn man mit einem vorgeformten Vokabular arbeitet und beginnt sich nach einer gewissen Zeit selbst zuzuhören. Bei mir zum Beispiel, also während des Wahlkampfes 69 und danach steigerte sich der Wunsch, mal ganz davon Distanz zu nehmen und wieder ein Buch zu schreiben, das voll mit dieser wunderbaren deutschen Sprache arbeitet. Daraus ist dann der Butt entstanden. Aber andererseits habe ich auch eine Menge gelernt. Ich bin in Provinzen gekommen, die ich als Schriftsteller so leicht nicht gekommen wäre, auch mit einem Publikum konfrontiert, das nicht normalerweise in Literaturlesungen geht. Das heißt, es bereichert auch künstlerisch natürlich, so eine Erfahrung. Ja. Hat die SPD es Ihnen eigentlich leicht gemacht? Bitte? Hat es Ihnen die SPD immer leicht gemacht mit Ihrem Engagement? Sie galten ja, ich weiß noch, aus der Gruppe 47 kam ja das Wort über Sie als dem Anarchisten. Und die SPD ist nun eine Partei, die gerade damals in der Zeit irgendwie von Schumacher, von Wehner und anderen ja doch sehr Wert gelegt hat noch auf Disziplin, auf Parteiraison. Ja. Wie ging das zusammen mit jemandem, der so ein auch unbequemer Denker und Mahner war? Ja, also zum Beispiel bei dem Wahlkampf 65 gibt es eine Rede, die ich dort gehalten habe. Was ist das deutsche Vaterland? Und in dieser Rede gehe ich von dem Verlust aus. Dem Verlust dieser Provinzen, Ostpreußen, Schlesien, Pommern, Danzig. Und gehe davon aus, dass man diese Tatsachen anerkennen muss. Zu dem Zeitpunkt war die SPD noch nicht so weit. Die hatte um die Zeit, waren immer noch die Grenzen von 37 oder was immer, maßstabgebend. Das hat sich erst später geändert. Da war die Union weiter. Da gab es dann Widerspruch von einzelnen Sozialdemokraten. Und ohne, dass ich ihn darum gebeten habe, hat Brandt sich dennoch öffentlich dazu geäußert, hat gesagt, das ist eine abweichende Meinung, aber sie ist zu tolerieren. Sie geht von politischen Erkenntnissen aus, die man zur Kenntnis nehmen soll, die man auch respektieren sollte. Und das ist immer wieder passiert, nicht? Und es liegt sicher auch daran, jetzt mal unabhängig von der SPD, und auch das ist die Lektion, die mir die Nazi-Zeit erteilt hat, dass man den Mund aufmachen soll, dass man Dinge aussprechen soll, die tabuisiert sind oder die mittlerweile selbst von unseren Medien wie gleichförmig dahin geplappert werden. Themen, die ausgespart sind, tabuisiert sind, die müssen angesprochen werden. Das gehört mit dazu. Und das führt natürlich dann gelegentlich auch
Dann ist das ja in Liebesbeziehungen auch so oder Zuneigungen so, dass man auch strapaziert werden kann. Auch die SPD hat sich ja häufiger strapaziert. Also ich denke zum Beispiel an die Zeit der Großen Koalition, da sind ja auch Entscheidungen getroffen worden, von der SPD mitgetragen worden. Ja, das spielt sich mindestens im Briefwechsel spielt das mit eine große Rolle. Die es Ihnen dann sicher auch schwer gemacht haben. Gab es da nicht so den Punkt, wo Sie gesagt haben, da habe ich Zeit umsonst investiert, ich lasse das Ganze jetzt, ich ziehe mich zurück und schreibe wieder und arbeite wieder als Bildhauer, als Aber Grafiker? Wenn Sie in den Briefwechsel reinschauen, da gibt es ja einen offenen Brief, in dem ich also die Große Koalition eine miese Ehe nenne. Und eine Antwort von Brandt darauf. Es gibt einen regelrechten Briefwechsel darüber, wo er einerseits mir in einigen Dingen zustimmt, andererseits es für notwendig hält, diese Große Koalition einzugehen. Und das ist ein wechselseitiger Respekt. Ich habe dann seine Meinung zwar nicht für richtig gehalten, aber akzeptiert als eine zu vertretbare Meinung. Und es hat deswegen nicht zum Bruch geführt. Und das ist diese Art von nicht schlaffer Toleranz, sondern argumentierender Toleranz, die auf beiden Seiten notwendigerweise gelegentlich strapaziert werden musste. Und die uns auch verbunden hat. Wie ist Ihr Verhältnis heute zur SPD und zur SPD-Spitze, zur aktuellen? Können Sie sich vorstellen, auch jetzt, wir sind in einem Wahljahr, in einem Bundestagswahljahr, nochmal für die SPD die Stimme zu erheben? Also ich bin ganz mit Argumenten für einen Wechsel in Richtung Rot-Grün. Und das in verschiedenen Bereichen ist das notwendig. Nur bin ich selbst nicht mehr in meinem Alter mit 85 Jahren noch. Mein Gesundheitszustand ist nicht so. Aber Ihre Stimme wird noch gehört. Dass ich noch mal in den Wahlkampf ziehe, aber äußern werde ich mich, wenn ich gefragt werde, schon. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Parteivorsitzender wie Gabriel oder ein Kanzlerkandidat wie Steinbrück noch mal zu Ihnen so ein Verhältnis, ein ähnliches Verhältnis hätte, wie es die damalige SPD-Führung unter Willy Brandt gab? Nein, solche Dinge wiederholen sich nicht so. Aber ich schätze Gabriel zum Beispiel sehr. Er hat die SPD in einem angeschlagenen Zustand nach der letzten Bundestagswahl übernommen und hat sie nicht nur zusammengehalten, er hat dafür gesorgt, dass die sozialen Themen wieder im Vordergrund stehen. Der Kanzlerkandidat, der mehr aus der finanzpolitischen Ecke kommt, hat das akzeptiert und übernimmt das. Und da müssen wir sehen, wie sich die SPD, man kann sich Großpolitiker vom Format eines Brandt gerne wünschen. Das ist eine andere Generation, die heute politisch tätig ist. Das betrifft alle Parteien. Fehlt also dieser Erfahrungshintergrund? So Leute wie Brandt oder Erle oder Wehner, die waren vom Krieg und von Emigration gezeichnet. Ich erwähnte vorhin Kreisky. Das war ein Format, auch beglückend für Europa, dass es sie in dieser Zeit gegeben hat. Aber sowas wiederholt sich nicht einfach. Nicht? Ich kann allerdings erkennen, und ich erwähnte Gabriel, als jemand, der dicke Bretter bohrt, der durch die Provinz reist, der die SPD aus ihrer schlechten Stimmung nach der Niederlage wieder herausgeholt hat und schätze ihn deshalb sehr. Sie sind zuletzt aufgefallen mit öffentlichen Wortmeldungen zu aktuellen politischen Themen. Es ging zum einen um Nahost, um Israel, es ging zum anderen um die Europapolitik, um die Euro-Rettung, um Griechenland im Speziellen. Warum haben Sie für diese öffentlichen Wortmeldungen die Form des Gedichts gewählt? Sie hätten ja auch zum Beispiel einen Essay schreiben können. Letztlich kann man in der Form dann besser argumentieren, als man es in lyrischer Form kann. Ich war damals in einer Phase, nachdem ich die Arbeit an Grimms Wörter, also Prosa, abgeschlossen hatte. Ich wechselte ja immer das Handwerkszeug. Habe eine Zeit lang Radierungen gemacht für einen Roman, den ich vor 50 Jahren geschrieben habe, Hundejahre. Und fing dann an, wieder Gedichte zu schreiben. Und in diese Zeit hinein ereignete sich politisch einiges. Ich war in dieser Form drinnen. Und so sind diese Gedichte, die ja veröffentlicht wurden, was gesagt werden muss und Europas Schande vorveröffentlicht worden.
ein anderes, ein Held unserer Tage, das von Mordechai Vanunu handelt, mhm. einem Israeli, der das Geheimnis, dass Israel eine Atommacht ist, an die Öffentlichkeit gebracht hat und 11 Jahre dafür im Gefängnis gesessen hat und sich kürzlich übrigens mit einer Postkarte bei mir bedankt hat für dieses Gedicht. Das gehört zu den Dingen, die ausgesprochen werden müssen. Es war auf beiden Seiten, auf iranischer Seite, Hetze, Bedrohungen, die in Richtung Krieg und Kriegsdrohung gingen, und das Gleiche von Netanjahus Seite von Israel. Nur mit dem Unterschied, dass man Iran vielleicht als zukünftige Atommacht vermuten kann, während die Tatsache, dass Israel eine Atommacht ist, keusch verschwiegen wird von aller Welt, tabuisiert ist. Nicht? Wir haben ja einige Staaten, die sich weigern, sich der Kontrolle der atomaren Mächte zu unterwerfen. Dazu gehören Indien, Pakistan, Korea und Israel. Wie will man erwarten, dass der Iran die Arbeit mit ihren Redaktoren womöglich in Richtung Atombombe einstellen, wenn gleichzeitig das Thema Israel als Atommacht mit schätzungsweise 100 und mehr atomaren Sprengköpfen völlig verschwiegen wird? Der andere Teil meines... Weil das eine natürlich eine Diktatur ist oder eine Quasi-Diktatur, Iran, und Israel eine Demokratie auch im westlichen Sinne. Naja, aber gut, also ich meine, die erste Macht, die Atombomben geworfen hat, die war Vereinigten Staaten von Amerika, bis jetzt waren es die Einzigen dabei geblieben, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich als Demokratie verstehen. Und ich glaube, das schützt eben leider nicht davor, dass solche Dinge geschehen. Und die Töne, die aus Israel kamen, klangen mir sehr gefährlich, nach wie vor. Außerdem kommt hinzu, dass Israel, zu dem ich stehe, mit dem ich hoffe, dass es seinen Bestand hält, sich seit dem Sechstagekrieg als Besatzungsmacht sieht und gegen alle Proteste von Seiten der UNO verstößt, durch Landraub, Landnahme und quasi die Gründung eines palästinensischen Staates im Vornherein verhindern will. Das sind Dinge, die zwar nicht in dem Gedicht stehen, ich habe ja mich in aller Kürze auf diese drohende Kriegsgefahr konzentriert und auf die Tatsache, dass wir Deutsche aus falsch verstandener Wiedergutmachung von Kiel aus U-Boote liefern, die in der Lage sind, Mittelstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen zu befördern. Und das geht nicht. Das widerspricht unserer Verfassung, unserem ganzen Selbstverständnis und widerspricht auch der Idee der Wiedergutmachung. Das geht nicht. Das habe ich angesprochen und das hat zu einiger Aufregung geführt. Das ist wohl wahr. Aber nochmal die Frage, warum die Form des Gedichts und nicht die Form des Essays, was vermutlich auch aus Ihrer Feder eine große Aufmerksamkeit gefunden hat? Ich glaube, dass das Gedicht in seiner Wirkungsmöglichkeit, in seiner kurzen Form, in seiner prägnanten Form unterschätzt wird. Wenn ich einen Artikel geschrieben hätte, hätte das nicht so viel Aufmerksamkeit gefunden wie das Gedicht. Und das finde ich zum Beispiel schon mal sehr schön, dass Gedichte eine gewisse Sprengkraft haben. Ich nehme ein Beispiel aus unserer Geschichte. Mitte der 60er Jahre gab es in Schlesien Weberaufstände. Darüber haben Zeitungen berichtet. Die Preußen haben das blutig niedergeschlagen. Ein Schriftsteller, Heinrich Heine, hat ein Gedicht geschrieben. Die Weber. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben und weben. Das ist uns bis heute bewusst geblieben. Ich glaube, dass dieses Gedicht eben von der gebundenen Form her eine gewisse Sprengkraft also hat. Das war schon auf Wirkung hin gerichtet. Ja? Aber natürlich zielt Literatur auch auf Wirkung. Naja, selten, dass Gedichte das so in der Form erreichen. Ja. Hat sie dennoch diese
unglaubliche Heftigkeit überrascht, wenn ich mal das in Erinnerung rufe, was ich gelesen habe, zum Beispiel in der Welt, die ja zeitgleich schon eine Replik auf die Veröffentlichung des Gedichts, ihres Gedichts in der Süddeutschen Zeitung hatte. Wie Herr Broder schreibt, das juckt mich überhaupt nicht. Aber wenn Herr Graumann aus dem Zentralkomitee der Juden in Deutschland auch in dieses Horn Antisemitismus stößt, das ist verletzend. Sehr verletzend. Und das hat mich auch verletzt. Ich habe dann auch sehr viel Zuspruch erfahren. Nicht in den öffentlichen Medien, da weniger, weiß Gott. Aber aus Briefen, im Internet, bis heute auf der Straße, bedanken sich Leute dafür, dass ich Dinge ausgesprochen habe, die jeder denkt und im Kopf hat und von denen er beunruhigt ist. Und man soll nun ja nicht auf die Idee kommen, dass diese Leute alle Antisemiten sind. Das ist überhaupt nicht. Wie ich sind die voller Sorge, was die Zukunft betrifft. Also es ist nicht nur Beifall aus der falschen Ecke. Aber auch voller Sorge, was die Palästinenser betrifft, die von Deutschen zu verantwortenden Verbrechen, die in Auschwitz im Völkermord mündeten. Die Folgen dieser Sache war diese starke Auswanderung nach Palästina. Ohne damit mit deutschen Verbrechen irgendetwas zu tun zu haben, haben die Palästinenser darunter besonders leiden müssen. Gleich von der Gründung Israels an begann man mit Vertreibungen und mit Verfolgungen. Und leider ist es so, dass die Entwicklung in Israel dahin hinausläuft, dass die über 700.000 Palästinenser, die israelische Staatsbürger sind, die Leute zweiter Klasse behandelt werden. Das widerspricht alles den Gründungsabsichten Israels. Das widerspricht dem, was mich als jungen Menschen nahezu für Israel und für die Kibbutz-Bewegung begeistert hat. Davon ist sehr wenig übrig geblieben. Und darauf muss man auch aufmerksam machen. Ich finde, man ist nahezu verpflichtet dazu, wenn man Israel helfen will, auch kritische Dinge auszusprechen. Und ich glaube sogar, dass es in Israel mehr Menschen gibt, die das akzeptieren, als etwa in der Springerpresse, wo man ein absolutes Verbot bis in die Redaktion hinein ausgesprochen hat, sich kritisch mit Israel auseinanderzusetzen. Das hilft Israel überhaupt nicht. Im Gegenteil. Tauschen Sie sich auch mit israelischen Freunden darüber aus? Sie haben zum Beispiel einen guten Kontakt, glaube ich, zu Tom Segev auch oder anderen. Ich habe mit Amos Oz und mit vielen Israelis befreundet. Und es gibt so viele Israelis, die unter dem Zustand ihres eigenen Landes leiden. Viele verlassen das Land, was nicht gut ist, nicht? Wer bleibt dann übrig? Sie sind nicht optimistisch, was die Entwicklung dort angeht. Bitte? Sie sind nicht optimistisch, was die Entwicklung dort angeht, in Nahost und in Israel im Besonderen. Nein, es ist nach wie vor gefährlich. Es ist, kann zu Kurzschlusspanungen Panik führen und zu Handlungen entsprechend führen. Und die Angleichung der Partei, was ist aus der Arbeiterpartei in Israel geworden? Nicht? Das ist die Entwicklung des Landes sicher nicht gut. Wie erklären Sie sich denn, nochmal zurück nach Deutschland, die Heftigkeit dieser Kritik? Es war ja nicht nur die Springerpresse, also es war auch zum Beispiel die FAZ und dort eben der Herausgeber Schirmacher, der Ihnen ebenfalls Antisemitismus vorgeworfen hat, was in Deutschland ein Vorwurf besonderer Qualität, besonderer Güte ist. Wie erklären Sie sich das? Herr Schirmacher macht das seit Erscheinen meines Buches beim Häuten der Zwiebel. Ich bin so, auch in meinem Alter, so beschäftigt mit dem, was ich noch zu tun habe. Sie fragen mich etwas, soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen, was bei Herrn Schirmacher vorgeht, welcher Ehrgeiz ihn reitet, derartigen Blödsinn zu Papier zu bringen, bis zum Diffamierenden und auch seine Mitarbeiter dazu zu zwingen, ins gleiche Horn zu stoßen. Ich meine, da geht ein Stück Pressevielfalt verloren in Deutschland, unter dem nicht nur ich zu leiden habe. Haben Sie die Debatte verfolgt, die rund um Jakob Augstein, den Sohn des Spiegelgründers, stattgefunden hat?
Haben Sie mit ihm mal Kontakt gehabt? Er hatte Sie ja seinerzeit auch durchaus in Schutz genommen gegenüber dem einen oder anderen Angriff. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kann mit ihm mitfühlen, weil ich solche Kampagnen oft genug erlebt habe und auch weiß, wie verletzend das ist und wie es an den eigenen Kräften zehrt. Ihre zweite Wortmeldung in letzter Zeit zielte auf Europa, auf die Euro-Rettung und alles, was damit zusammenhängt, was diese, ich nenne sie mal sogenannte Euro-Rettung, auch auslöst in den Gesellschaften der Eurozone. Da gab es nicht ganz so viel Reaktionen drauf, aber diese Sorge treibt Sie ebenfalls um und Sie halten sie für zentral. Ich finde es beschämend und es wirft uns in eine Haltung zurück, die als deutsche Arroganz ausgelegt wird, wenn die Bundesrepublik als hochverschuldetes Land andere Länder zwingt, einen rigorosen Sparkurs zu fahren. Es ist ja nicht nur, dass wir hochverschuldet sind, sondern dass wir mittlerweile von Korruption in allen möglichen Bereichen, nicht nur im Bankwesen, bis in den Sport hinein reicht es, gezeichnet sind wie andere Länder auch, manchmal sogar noch stärker als andere Länder. Es besteht gar kein Grund zu einer solchen anmaßenden Haltung, wie Frau Merkel sie demonstriert. Und das macht uns Feinde. Da werden dann auch auf ungute Art und Weise, auf vereinfachende Art und Weise antideutschen Klischees wiederbelebt und eine kluge Politik, wie sie zum Beispiel ein Willy Brandt in weit schwierigen Zeiten hat praktizieren müssen, hätte es verstanden, so etwas zu vermeiden. Also Sie halten die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung grundsätzlich für falsch, also diese sogenannte Austeritätspolitik. Politik. Ja, das ist ein Kaputtsparen der Länder. Dadurch kann es überhaupt nicht, die kommen nicht mehr auf die Beine. Nicht? Und wir im Grunde, ich wundere mich darüber, denn wir in Deutschland haben vor 1933 unter Brüning eine solche Sparpolitik erlebt. Das hat den Nazis sehr geholfen, an die Macht zu kommen. Am Ende hatten wir 6 Millionen Arbeitslose. Man sollte nur mal daran erinnern, wohin eine solche Politik führen kann. Die Geschichte lehrt uns manches. War der Euro aus Ihrer Richtung dann von daher ohnehin das falsche Instrument, um diesen Kontinent zu einen? Sie selbst haben diesen Kontinent ja lange Zeit auch gespalten erlebt. Sie selbst haben immer den Brückenschlag gesucht, ohne sich anzudienen den Diktaturen im Sowjetimperium. Jetzt ist der Kontinent eigentlich geeint, aber wir erleben, dass er gerade wieder auf dem Wege in die Spaltung ist. Also ich bin und werde für einen europäischen Verbund bleiben. Es fing eigentlich sehr gut an in der Nachkriegszeit mit der Montanunion, weil die Montanunion nicht nur eine wirtschaftliche Seite hatte, auch eine soziale Seite mit Mitbestimmung der Arbeiter. Was sich dann weiterentwickelte, lief immer mehr darauf hinaus in Richtung Markterweiterung. Lange Zeit bis zum Fall der Mauer ganz westeuropäisch orientiert, über Osteuropa will gar kein Wort. Man hat im wirtschaftlichen Bereich eine Menge getan und auch Gutes getan, aber es fehlt bis heute eine Sozialcharta. Und diese Dinge rächen sich. Und das andere ist auch eine Anfangssünde, die bis heute nicht behoben ist, dass Brüssel und viele Institutionen dort demokratisch nicht legitimiert sind. Das Einzige ist das Europaparlament. Aber das Europaparlament hat zu wenig Kompetenzen. Da ist der Martin Schulz zurzeit ein sehr kämpferischer Mann, der darum ringt, mehr Kompetenzen ins Parlament hineinzubringen. Und das zeigt mir den richtigen Weg an. Wir brauchen eine demokratische Legitimierung der verschiedensten Institutionen, ob in Brüssel oder in Straßburg. Und wir brauchen eine Sozialcharta, dass also nicht nur die wirtschaftlichen Dinge den Ausschlag geben, sondern eben auch die bloße Tatsache, dass in diesen südeuropäischen Ländern 25% der Jugendlichen arbeitslos sind, das muss uns doch alle angehen.
Wir wenden so viel auf, um Banken zu retten, aber in diese Richtung hinein läuft nichts oder zu wenig. Sie haben viel Zeit auch in Indien verbracht, sind mit Salman Rushdie ja eng befreundet, waren auch in anderen Gegenden der Welt. Verändert das den Blick auf Europa? Ja, für mich war das schon mal lehrreich. Auf die europäischen Probleme auch. In Asien zu sein, unterwegs zu sein und sich eine englischsprachige Zeitung, die in Singapur oder in Kalkutta herausgab, zu lesen. Und da kam Deutschland im Sportteil, wurde irgendwo Beckenbauer erwähnt und im Wirtschaftsteil in irgendeinem Zusammenhang Siemens. Sonst kam es überhaupt nicht vor. Da war Australien viel näher, da war Indonesien war näher, das waren alle, China war näher. Man bekam sofort eine ganz andere Weltsicht. Und dieser uns eigene, ich zähle mich auch dazu, die Verführung ist ja sehr stark, Eurozentrismus, den wir betreiben, der wird relativiert und ziemlich in Frage gestellt. Und ist das nicht auch in Ihrer Sicht so, dass der Einfluss Europas natürlich ohnehin deutlich abnimmt? Es gibt ein Buch von Walter Laqueur, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das heißt Die letzten Tage von Europa. Da beschäftigt er sich sehr intensiv mit der Rolle Europas in der Welt und sagt schon, der demografische Wandel und zum Zweiten auch der Zuwanderungsdruck wird dafür sorgen, dass es das Europa, das wir noch kennen, so in Zukunft nicht mehr geben wird. Und der sieht da eben einen doch im Kern einen sich verändernden Kontinent mit Europa. Ja, also erstmal, das wird sich verändern. Und warum auch nicht? Der Rest der Welt, Afrika, Asien, haben mit den europäischen Kolonialmächten, weiß Gott, nicht gute Erfahrungen gemacht. Schlimme Erfahrungen, die bis heute nachwirken. Auf der anderen Seite, da können wir noch so Schengen-Abkommen und Europa als Festung manifestieren. Das hält nicht. Diese Art von neuer Völkerwanderung aufgrund von Verelendung in den Regionen, indem man zum Beispiel auf den Nord-Süd-Bericht von Willy Brandt nicht geachtet hat. Diese Versäumnisse, die holen uns heute ein. Und es werden Menschen, Millionen kommen, die nach Europa drängen und die werden Europa verändern, bereichern, vor Komplikationen, vor Schwierigkeiten stellen, natürlich. Sowas ist ein langer Anpassungsprozess. Aber wenn ich jetzt auf deutsche Verhältnisse zurückgreife und mich noch mehr auf meinen Berufsbereich konzentriere, als Schriftsteller, das Gleiche trifft ja auf die englische Literatur zu. Welch eine Bereicherung haben wir erfahren durch zugereiste Schriftsteller aus der Türkei, aus dem Iran, aus vielen afrikanischen Ländern, die hier Fuß gefasst haben, vielleicht noch nicht ganz Wurzel geschlagen haben, die deutsche Sprache sich angeeignet haben und davon Gebrauch machen. Das ist ich empfinde es als eine Bereicherung unserer Sprache, unserer Literatur, wie wir sie vielleicht das letzte Mal erlebt haben im 18. Jahrhundert, als Hunderttausende Hugenotten aus Frankreich ausgewiesen wurden. Und da gibt es ja eine ganze Reihe bedeutender Schriftsteller, zum Beispiel Fontane, den ich als einen der großen Romanciers nach wie vor ansehe. Dem Sie sich ja sehr gewidmet haben. Ja. Aber noch mal ganz kurz zurück zu Willy Brandt und dem Nord-Süd-Bericht. Reden Sie nicht gerne über Literatur? Doch, natürlich, da kommen wir auch noch zu. Also, auch ich sehe darin eine unglaubliche Bereicherung, ganz klar. Aber mich interessiert trotzdem die Entwicklung Europas im Augenblick und Ihre Sicht darauf. Sie sagen, dieser Nord-Süd-Bericht von Willy Brandt, der ist nun Jahrzehnte her. Sie sagen, es sind nicht die Konsequenzen daraus gezogen worden. Die Diagnose war da, es war auch ein Weg aufgezeichnet. Den Weg ist Europa aber nicht gegangen. Ja. Glauben Sie, dass sich das nachholen lässt, dass irgendwann die Erkenntnis gereift ist und früh genug gereift ist, um noch Konsequenzen daraus zu ziehen? Oder glauben Sie, da ist so ein Zug auch abgefahren und die Entwicklung wird dann eher in Sprüngen und Schüben und möglicherweise wenig erfreulich verlaufen? Ich wünsche es mir.
Höhnisches mir. Mein Willy Brandt stand ja in der Sache nicht allein. Der hat als erster einen Entwicklungsminister eingesetzt, Erhard Eppler, ein Mann von großem Format, nicht der, der diese Problematik schon in der Praxis erlebt hat und der dann leider, als der Wechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt vollzogen wurde, gehen musste, nicht? Man muss sich an diese Dinge wieder erinnern und dort anknüpfen, das ist auch der SPD zu sagen, und auch in anderen Ländern Europa gilt es endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eine neue Weltwirtschaftsordnung brauchen, in der diese Staaten der dritten Welt nicht in Abhängigkeit von europäischen Belangen und in Zukunft womöglich nur von chinesischen Belangen beeinflusst sind. Das wäre nur Tausch einer Vormacht. Mhm. Damit wäre es nicht getan. Nicht? Damit ist Afrika nicht gedient. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das Versagen Europas in Afrika dazu geführt hat, dass die Chinesen sich jetzt dort mehr engagieren und auf ihre Weise das machen. Das führt von der einen Abhängigkeit in die andere hinein. Und die Alternative, die Brandt eben vorgeschlagen hatte, war die, dass diese Länder sich nicht nur vom Kolonialismus befreien, sondern dass sie diese Art von Selbstständigkeit und Eigenständigkeit gewinnen, die sie als gleichberechtigte Partner sind. Wenn Sie nur sehen, wie unsere Futtermittel für unsere Rindviecher in Afrika angebaut werden, wie dort herkömmliche Agrikulturprodukte vernachlässigt werden, verschwinden und zu unseren Gunsten hierher gebracht werden, ist das ein Zeichen mehr dafür, wie diese verfehlte Politik sich fortsetzt. Dann kommen wir zur Literatur, aber auch zur bildenden Kunst. Sie haben, das ist mir aufgefallen, beim Lesen Ihrer verschiedenen Biografien, Autobiografien, die Sie ja vorgelegt haben, in unterschiedlicher Form, Sie haben sich häufig nach einer öffentlichen Äußerung, für die Sie kritisiert worden sind, wieder auf ein anderes Feld Ihres künstlerischen Schaffens verlegt. Sie haben dann irgendwie, wenn Sie geschrieben haben, sich öffentlich zu Wort gemeldet haben, dann wieder irgendwie als Grafiker und auch als Bildhauer betätigt. Aber das hat nichts mit öffentlichen Äußerungen zu tun. Das ist so eine Dreifelderwirtschaft. Wenn ich ein paar Jahre an einem Poserwerk gesessen habe, muss ich ausgeschrieben sein und bin ich ja ausgeschrieben, sonst habe ich nicht das Letzte gegeben. Und wenn ich in einem solchen Zustand, nur weil die Schreibgewohnheit da ist, sofort wieder ein neues Buch beginne, wird das eines dieser schön geschriebenen leeren Bücher, von denen es viel zu viele gibt. Und da ich von Mutterseite einige Talente mitbekommen habe, wechsle ich das Handwerkzeug, fange an mit Töpferton zu arbeiten oder mache Lithografien. Oder wie kürzlich eben ein halbes Jahr lang 130 Radierungen zu einem Roman, den ich vor 50 Jahren geschrieben habe. Erstens, weil diese Radierungen mich herausforderten. Und zweitens war es für mich reizvoll, nochmal an diesen Roman Hundejahre, den ich mehr als die Blechtrommel schätze, heranzugehen. Und mir selbst als damals Mitte 30er Autor zu begegnen. Ja. Nicht, das sind alles die Möglichkeiten, die ich habe und die ich ausschöpfe. Dieser dauernde Wechsel vom Schreiben zum Zeichnen und auch dieses Distanznehmen zu dem, was gerade als Arbeit abgeschlossen ist, gehört mit dazu. Das letzte Buch, das Sie vorgelegt haben, war das Buch über die Brüder Grimm, über Jakob und Wilhelm Grimm. Aber es ist auch ein Gedicht gewesen, das letzte Buch. Ja. Das letzte Prosabuch war. Letzte Prosabuch. Es war aber angekündigt, ich glaube auch nicht zuletzt von Ihnen, als möglicherweise ein geradezu abschließendes Werk. Was ein Prosawerk angeht. Ja, das ist möglich. Wissen Sie, das ist mit 85. Lässt die Kraft auch nach, die Konzentration. Der Körper meldet sich, muss gelegentlich in die Reparaturwerkstatt. Und da ich aus Erfahrung weiß, dass die 2-3 Jahre Arbeit an einem Prosa-Buch oder womöglich noch länger eine ungeheure Kraft voraussetzt, bin ich da skeptisch. Aber ich habe ja
noch ein Gedichtband vorgelegt, der Eintagsfliegen. Und ich will nie sagen, es ist das Letzte gewesen, aber... Aber bei Grimms Wörtern haben Sie das anklingen lassen zumindest. Ja, ja, Und wobei, mit Verlaub, aber ich fand ist es auch sehr... Ist auch möglich. Ich habe auch eigentlich genug geschrieben. Mir ist natürlich auch aufgefallen, anlässlich der letzten Auseinandersetzung, als ich auf einmal als Antisemit dastand, dass ich zwar sehr viel geschrieben habe, dass aber die Ignoranz innerhalb der Medien so vital ist, dass man nicht in der Lage ist und nicht willens war, mal nachzulesen, wie früh ich mich mit dem deutschen Antisemitismus und mit den Folgen des Antisemitismus von der Blechtrommel an auseinandergesetzt habe. Das wurde alles unterschlagen. Und da kommt einem dann doch schon manchmal der Gedanke, warum noch ein Buch schreiben? Die sitzen da in den Zeitungen, bedienen da ihre Internetgeschichten, verwechseln Information mit Wissen, sind hörig geworden in diesem ganzen Apparat. Du bist ein Dinosaurier, du bist aus der Zeit gefallen. Diese Gedanken beschleichen mich manchmal. Und das ist nicht gerade ein Antrieb, mit einem neuen dicken Buch zu beginnen. Nun schreiben Sie ja nicht nur für Deutschland, sondern Sie haben ein großes Publikum außerhalb Deutschlands. Sie sind, glaube ich, irgendwie, ich denke mal, aktuell der einzige deutsche Schriftsteller, der auf internationaler Bühne spielt. Ja. Ist die Rezeption und die Reaktion in Deutschland so viel anders als im Ausland? Nach meiner Wahrnehmung total ja. Anders. Ja. Total anders. Also, ja. Aber das könnte Sie ja eigentlich mal so eher sagen, ermuntern. Ich will mal so selbst kritische Äußerungen im Ausland, über das eine oder andere von mir, sind von Respekt gezeichnet. Respekt gibt es überhaupt nicht mehr. Ich habe eben schon gesagt, Sie sind eigentlich der einzige deutsche Schriftsteller, der wirklich im großen Stil auf internationaler Bühne steht. Sehen Sie in der jüngeren deutschen Literatur jemanden, der sozusagen Ihre Rolle einnehmen könnte, der da nachwächst, der das Zeug dazu hätte und auch international Aufmerksamkeit finden könnte, so wie Sie die gefunden haben? Also es gibt ja eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen, die begabt sind und die das auch schon bewiesen haben. Lässt sich natürlich nicht absehen, wie das weitergeht. Das ist, was mir auffällt, was sicher Unterschiede ausmacht, ist, dass eine Generation ist, ich rede jetzt vom deutschen Sprachraum, im Grunde trifft es auf den gesamten europäischen zu, dass wir, was wunderbar ist, seit über 60 Jahren Frieden haben. Noch mehr oder weniger, in der letzten Zeit eher nach weniger hin Wohlstand. Und der Wohlstand nur für wenige. Aber es gibt nicht diese einschneidenden, prägenden Erlebnisse, die meine Generation noch gehabt hat und die lange nachwirken. Für mich ist diese kurze Zeit, diese 12 Jahre, in denen der Nationalsozialismus nicht nur in Deutschland, sondern die europäische Politik bestimmte, bis heute prägend im schrecklichen Sinn geblieben, mit den nachwirkenden Verbrechen. Ich werde auch nie davon loskommen. Und ich glaube, dass es an solchen Obsessionen, die ich niemandem wünsche, aber bei den jüngeren Autoren gelegentlich mangelt. Und dass ich mich frage, das ist zwar gut und begabt geschrieben, aber musste das geschrieben werden? Das heißt, man braucht auch schon so einen Erfahrungshintergrund mit diesen Brüchen, mit diesen Herausforderungen, mit diesen existenziellen Entscheidungen, zu denen man gezwungen wird. So wie ich jetzt mit Ihnen spreche. Um dann auch zu großem... fähig zu sein. Ja, wie ich jetzt mit Ihnen spreche, habe ich mal mit Salman Rushdie für BBC ein längeres Rundfunkgespräch geführt. Und da kamen wir beide darauf, dass wir beide durch Verlust schriftstellerisch geprägt worden sind. Ich durch Verlust meiner Heimatstadt Danzig, er durch Verlust von Bombay, wo er aufgewachsen ist. Und wenn man diesen Verlust obsessiv empfindet,
führt das natürlich zum Schreiben. Bei ihm zu einem Buch wie Mitternachtskinder, bei mir wie Blechtrommelhunde, ja, Katz und Maus und so weiter. Und diese antreibende und nicht abzustellende Kraft, die auch vom Verlust ausgeht, auch vom Ehrgeiz, etwas, das als absolut verloren gilt, wie meine Heimatstadt Danzig, wieder entstehen zu lassen, und zwar mit Wörtern, zu beschwören sozusagen, das macht aus meiner Sicht Literatur aus. Wenn Sie zurückschauen, gibt es etwas, wo Sie sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, das bereue ich? Ihnen wird immer nachgesagt, Sie seien ein Moralisierer, aber auch in gewisser Weise ein Rechthaber. Das ist ja ein Vorwurf, mit dem Sie seit Jahrzehnten überzogen werden. Aber wenn Sie jetzt zurückschauen, sagen Sie, gibt es ein Ereignis, eine Entwicklung, die Sie genommen haben, wo Sie sagen, das hätte ich, ginge es die Zeit zurückzudrehen, also über Privates, dann anders gemacht. Über Privates spreche ich nicht. Und da gibt es sicher Versäumnisse und Fehler. Aber zum Beispiel im politischen Bereich. Ich war gegen die Atombombe und trat aber auch öffentlich auf für die friedliche Nutzung der Atomenergie und habe nicht begriffen, wie ursächlich beides zusammenhängt und wie man nicht für das eine sein kann und gegen das andere, weil es nicht voneinander zu trennen ist. Ich habe zum Beispiel auch Leistungen, die in Deutschland erbracht worden sind, in der unmittelbaren Nachkriegszeit, nicht in ihrer letzten Konsequenz ganz und gar begriffen. Nach Kriegsende gab es 14 Millionen Deutsche, die aus dem Osten vertrieben wurden oder geflüchtet waren. Und in allen Besatzungszonen, auch in der sowjetischen, hat man, was damals als Zwangsmaßnahme empfunden wurde, diese Flüchtlinge nach kurzer Zeit zwangseingewiesen in Wohnungen und hat es nicht zu Massenlagern kommen lassen. Ich bin eigentlich darauf gestoßen durch die Situation, die wir in Palästina und um Israel herum haben, wo Generationen mittlerweile im Lagern leben und wie sich der Hass steigert von Generation zu Generation. Wenn wir diesen Fehler in Deutschland gemacht hätten, hätten wir ein ungeheures Rechtspotenzial, rechtsradikales Potenzial, weit größer als heute. Das ist also eine Einsicht gewesen. Und hinzu kommt natürlich, man spricht immer vom Wirtschaftswunder und Ludwig Erhard. Also ohne die 14 Millionen, die in der Tat bei Null anfangen mussten, im Gegensatz zu den Sesshaften in Ost- und in Westdeutschland, wäre dieses Wirtschaftswunder nicht möglich gewesen. Eine ungeheure Arbeitskraft, ein Wille, wieder was aufzubauen. Und was sicher auf der einen Seite diesen Aufbauwillen zeitigt und gleichzeitig natürlich auch alles andere verdrängt hat, was zu der Zerstörung geführt hat. Dann kann Verdrängung auch ein produktiver Motor sein. Ja, einerseits nicht, aber die Dinge haben einen Zusammenhang. Und ein letztes Wort, Sie waren... Ich habe zum Beispiel auch, ja. Da Sie mich also versammeln, diese viel diskutierte Agenda, Politik von Schröder, habe ich im Ansatz unterstützt und zu spät erkannt, dass diese notwendigen Reformen zwar einiges Unrecht beseitigen, aber sofort neues Unrecht schaffen. Und dass es dann an Kraft gefehlt hat, diese erkennbaren Fehler beim Namen zu nennen, das rechne ich mir auch selber an. Und eigentlich war es dann Kurt Beck,
der kurze Zeit Vorsitzende der SPD war, der mit dem Hamburger Parteitag als erster dran gegangen ist, gravierende Versäumnisse und Schwachstellen dieser Agenda zu revidieren. Das muss fortgesetzt werden. Ja. Also wenn ich noch länger darüber spreche, fallen mir sicher noch einige Fehler und Versäumnisse ein. Zum Beispiel will ich nicht vergessen, ich war dafür, dass bewaffnet eingegriffen wurde, als das Morden im Kosovo um sich griff. Und die Bilder, die man sah, die Informationen bekamen, deuteten eindeutig auf diesen serbischen Terror hin. Und ich habe unterschätzt, dass das Ganze dann unter amerikanischem Kommando geschehen würde und mündete mit schrecklichen Bombardierungen in Serbien direkt, mit sogenannten zielgenauen Raketen, mit vielen zivilen Toten, mit Kollateralschäden. Damit fing das an, und dieses Wort ist ja mittlerweile geläufig im Sprachgebrauch. Das habe ich unterschätzt. Ich würde heute, selbst wenn die Not danach schreit, gegen jegliche Militäraktion stimmen, die von den Amerikanern geführt wird. Ein letztes Wort vielleicht zu dem deutschen Vereinigungsprozess. Sie haben ihn damals sehr kritisch gesehen. Sie lassen nichts aus. aber das muss ich einfach fragen. Ja. Sie haben damals den Vereinigungsprozess kritisch gesehen, weil Sie ihn für zu schnell gehalten haben und gesagt haben, das kann ein Teil Deutschlands nicht aushalten. Der wird dann einfach untergeflücht und eingemeindet. Wenn Sie heute auf den Einigungsprozess schauen, der ja immer noch im Gange ist, wie fällt da Ihr Urteil aus? Also ich war ja nicht nur der Schnelligkeit wegen, sondern dass das alles aus westdeutscher Sicht geschah und im Grunde auf einem Verfassungsbruch beruht. Das Grundgesetz hatte zwingend vorgeschrieben, im Fall einer deutschen Vereinigung, für die ich immer eingetreten bin, dem deutschen Volk ein neues Grundgesetz vorzulegen. Das ist nicht geschehen. Das Ganze ist ein Enteignungsprozess gewesen, nach Artikel 23, von ungeheurem Ausmaß mit Folgen. Der Westen besitzt den Osten. Was ich falsch eingeschätzt habe, war meine Befürchtung, dass durch diesen rasch vollzogenen Einheitsprozess ohne Einigung wieder eine Art von Zentralismus in Deutschland entstehen könnte, auch mit der Hauptstadt Berlin. Ich habe einfach die Stärke des deutschen Föderalismus unterschätzt. So lästig der manchmal sein kann, aber in der Beziehung ist er eine Bremse. Und Berlin kann sich noch so laut und oft als Hauptstadt aufspielen. Es wird nie eine Hauptstadt sein. Wir haben Gott sei Dank so viele kulturelle und andere Zentren in Deutschland, dass also diese Anmaßung ins Leere läuft. Das hat in Deutschland eine längere Tradition als der Zentralstaat. Dass es zu einer Art Zentralismus wie unter Bismarck kommen könnte. Und, das war aber das war ja auch nur eine kurze Phase der deutschen Geschichte, eigentlich von 1871 bis 1945. Aber mit Folgen. Sie haben mich als Sozialdemokrat angesprochen. Ich habe kürzlich einen August-Bebel-Preis gestiftet. August Bebel und Wilhelm Liebknecht haben bei dem Krieg gegen Frankreich 70-71 davor gewarnt, Elsass-Lothringen zu annektieren, weil das die Ursache für die nächsten Kriege und für einen Weltkrieg sein könnte. Und sie haben völlig recht gehabt. Völlig recht gehabt. Bismarck, den man immer als den großen Ausgleichenden ansieht, nicht? Er hat in der Sache unter seinem Niveau gehandelt, hat diese Annexion vollzogen. Und das ist weitergegangen bis ins 20. Jahrhundert. Eine verhängnisvolle Periode. Und wenn ich den Vergleich ziehe, was ist von Bismarck übrig geblieben, außer dem Bismarck-Gering? Und was ist von Bebel übrig geblieben? Da ist immerhin eine zwar manchmal angeschlagene,
manchmal zwei Schritte vorwärts, einen Schritt rückwärts machende SPD geblieben, aber immerhin eine Partei, die über 150 Jahre Sozialismus und Demokratie im Gleichgewicht zu halten versucht hat. Auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten der Bismarckschen Sozialistengesetze, auch in Zeiten der Verfolgung durch die Nazis und der Verfolgung durch die Kommunisten in der DDR. Und das macht mich in Grenzen und bei aller Skepsis und Kritik stolz auf die SPD. Dann war das ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.